Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei German Unreal Dev. In dieser Folge will ich jetzt ein erstes Setup für Ducken und Sprinten für unseren Charakter machen. Das treibe ich jetzt noch nicht bis zur Perfektion, aber das wird schon mal sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Als erstes habe ich hier noch keinen Player Start gesetzt, den brauchen wir erstmal, aber nicht diesen normalen, sondern hier den First-Person-Charakter. First-Person-Charakter, genau, unter All Classes findet ihr den. Wir sehen auch schon, im Gegensatz zu unserem Third-Person-Spiel besteht der First-Person-Charakter erstmal nur aus diesen Händen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch keine Animationen oder fürs Ducken oder sowas. Okay, als erstes, wenn ich jetzt Play drücke, bin ich ja noch nicht der Charakter hier. Deswegen, wenn der ausgewählt ist, einmal ganz runter und hier unter Auto Pauses Player auf Player 0 stellen. So, jetzt spielen wir den Player Start. Und den können wir. Wo war das? First Person Blueprint? Blueprints? Genau. Da haben wir ja hier die ganzen schon vorgefertigten Sachen, ne? So wie ich es halt in den Charakter Basics erklärt habe. Controller lenken, Maussteuerung, Tastatursteuerung, Springen und das ist halt das Projektil von der Pistole. Okay, und hier können wir uns unsere Funktionen Ducken und Sprinten hinzufügen. Aber damit wir das machen können, tun wir jetzt erstmal die Knöpfe Ducken und Sprinten im Axis Mapping definieren. Also einmal Settings, Projekt Settings, Input, also ein Action Mapping. Genau, einmal ist schon Jump für Leertaste belegt und einmal ist schon Schießen auf der linken Maustaste und wir fügen uns jetzt einmal ein neues Action Mapping hinzu. Das ist die Funktion Sprinten und das will ich auf Left Shift. So, dann braucht man noch das Action Mapping Ducken und das will ich auf CTRL. Left Control. Okay, jetzt habe ich mir hier Shift als Sprintentaste definiert und STRG als Duckentaste. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich ja gerade schon mal benutzen. Ist F. Wo haben wir es? Hier, F. So, aber wir machen jetzt erstmal nur Ducken und Sprinten. Okay. So, hier sind wir fertig. Und jetzt können wir hier in unserem Blueprint genau die Funktionen Ducken und Sprinten aufsetzen. Oh, womit fangen wir an? Ducken oder Sprinten? Ich würde sagen Sprinten. Also, ich will, wenn die Taste Sprinten, die wir eben definiert haben, gedrückt werden, ist ja Shift, gedrückt wird, will ich, dass er rennt. Und ich habe ja hier schon in den Charakter Basics hier das in der Seite gezeigt, ne, dass wir hier auch ein bisschen unseren Walk Speed und so ändern können. Auf all das hier können wir auch hier über unser Blueprint zugreifen. Und warte mal. Unser Charakter rennt ja von, hier ist noch unser Tisch, unser Charakter rennt ja von Beginn an. Ich will, dass er aber standardmäßig geht und wenn man Shift drückt, anfängt zu rennen. Deswegen tue ich jetzt erstmal hier unter Charakter Movement Walking Max Walk Speed auf 300 setzen. So, jetzt gehen wir. Und wenn ich Shift drücke, will ich, dass der Max Walk Speed 600 km/h rennt. Okay, wie machen wir das? Um auf die Funktionen hier zuzugreifen zu können, die stecken alle hier in diesem Charakter Movement drinne. Und das können wir uns hier reinziehen. Oder Rechtsklick, Get Character, hier Get Character Movement. Von hier aus, da steckt ja die Funktion Max Walk Speed drinne. Max
Walk Speed. Wir wollen es aber nicht abfragen, sondern wir wollen einen neuen definieren, das heißt set max walk speed. Und wenn wir einmal sprinten drücken, soll der auf 600 Einheiten halt. Okay, compile. Wenn ich jetzt mal play drücke, sehe ich gehe, und wenn ich shift drücke, sprinte ich. Jetzt kann ich aber nicht mehr aufhören zu sprinten. Hoppala. Ja, ich habe 5-mal Shift gedrückt. Okay. Okay, deswegen müssen wir halt mit einer Variable zwischendrin uns merken, ob wir halt schon sprinten oder ob wir nicht sprinten. Ich habe eben aus Versehen die Aufnahme zwischendrin beendet und dann habe ich weitergemacht. Okay, also wir machen uns eine neue Variable. Genau, und die nenne ich sprintet. Genau, die ist standardmäßig auf 0. Wenn es noch nicht da ist, compilen, dann könnt ihr hier den Haken setzen. Und die frage ich jetzt mit einem branch ab. Also wenn wir gehen, steht die Variable auf 0. Und immer wenn wir anfangen zu sprinten, setze ich die auf 1. Also einmal ein branch. Du kommst hier rein. Ist unser Charakter bereits am Sprinten? Die Variable steht auf 0. Nein, ist er nicht. Also set max walk speed auf 600. Wir müssen einmal noch hier zwischen ein set setzen, den Haken rein. Jetzt ist die Variable auf 1, sobald wir einmal Shift drücken und er fängt an zu sprinten. Das Ganze kopieren wir uns nochmal, machen den Haken raus, setzen das hier rein. Wenn wir jetzt ist der Computer hier lang gegangen, die Variable steht auf 1. Wenn wir das nächste Mal wieder Shift drücken, ist unser Charakter am Sprinten, steht hier auf 1? Ja. Gut, dann merkt ihr, dass wir jetzt aufhören zu sprinten. STRGW, um den Max Walk Speed zu kopieren. Und wieder zurück auf 300 setzen. Das Ganze muss auch mit dem Charakter Movement verbunden werden. Und jetzt haben wir eine funktionierende Sprinten-Funktion. Also ich gehe, warte mal, dass man es auch ein bisschen besser sieht hier. Play. Wenn ich jetzt Shift drücke, fängt er an zu sprinten. Wenn ich nochmal Shift drücke, hört er auf. Fängt an, er hört auf. Er fängt an, er hört auf. So. Das Ganze würde theoretisch auch noch mal ein bisschen einfacher gehen. Aber da ich es später noch mal ein bisschen komplexer machen will, brauche ich diese Sprinten-Variable. Aber ich zeige euch noch mal, wie es auch noch mal anders gehen würde. Wenn ich mir die Taste Sprinten drücke, kann ich auch einfach sagen Flip Flop. Und es tut immer, wenn wir einmal Shift drücken, geht's A, das nächste Mal geht's B, das nächste Mal geht's wieder A. Das ist der GW. Da könnten wir jetzt einfach blub, blub machen. Und das funktioniert auch, ja, dann tut er immer abwechselnd halt den A, den B nehmen. Das heißt, was wir hier gemacht haben, das hier ist quasi ein selbstgebautes Flip Flop. Also das hier steckt quasi hier drinne in diesem kleinen Programm, steckt das hier drin, was wir hier selber gemacht haben. Weil wie gesagt, weil ich es noch ein bisschen erweitern will später, nehme ich diese selbstgebaute Variante. Da komme ich kann ich ein bisschen besser mit denken, sage ich einfach mal so. Also das lösche ich wieder, nur dass ihr wisst, was ein Flipflop ist. Und jetzt wollen wir noch, dass unser Charakter sich erstmal noch ducken kann. Also einmal, wenn wir die Taste ducken drücken, soll er sich ducken. Dafür haben wir im Charakter-Movement auch schon eine Funktion vorgefertigt, die ist nur standardmäßig deaktiviert. Die müssen wir jetzt erstmal aktivieren. Und um die zu aktivieren, da müssen wir ziemlich weit runter zu den hier. Movement Capabilities, wie auch immer. Und dann müssen wir hier einen Haken machen bei Can Crutch. Wenn ihr es nicht findet, könnt ihr auch einfach hier oben Crouch reinschreiben und dann findet ihr es auch. So, jetzt ist die Funktion zum Ducken erstmal aktiviert.
Wir brauchen wieder, wir müssen uns wieder sowas aufsetzen, also eine neue Variable, die heißt gedockt, ist unser Spieler gedockt. Wenn wir die Taste ducken drücken, gucken wir erstmal, ob unser Spieler geduckt ist oder ob er steht. So, ist unser Spieler schon geduckt? Nein, dann ducke dich. Die Funktion zum Ducken heißt Crouch. Sind wir schon geduckt? Ja, dann steh wieder auf. Uncrouch. So, Compile. Das funktioniert jetzt auch schon. Ducke mich. Seht ihr, jetzt bin ich geduckt. Und ich stehe nicht wieder auf. Klar, warum? Ich muss natürlich auch hier zwischen die Sets setzen. Wir sind schon geduckt. Wir sind noch nicht geduckt. Dann merkt ihr, dass wir geduckt sind und crouche. Und wenn wir nochmal drücken, to entcrouchen oder halt wieder aufstehen. So, compile. So. Play. Okay, ich stucke mich, ich stehe wieder auf. Ich stucke mich, ich stehe wieder auf. Ich drücke Shift zum Sprinten und ich drücke nochmal Shift zum wieder langsamer werden. So, das funktioniert jetzt theoretisch so. Ich will das Ganze aber noch ein bisschen erweitern. Und zwar will ich, genau, also das stimmt mit dem Sprinten. Wenn wir stehend sprinten, laufen wir 300. Und wenn wir stehend gehen, laufen wir 300. Und wenn wir stehend sprinten, laufen wir 600. Ich will, dass wenn wir uns ducken und gehen, nur 200 laufen. Und wenn wir uns ducken und rennen, 400 laufen. Und hierzu müssen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen komplizierter machen. Und das ist aber jetzt auch nicht so schwer. Ich löse hier mal die Verbindungen. So, wie gesagt, ich will, dass wenn wir im Stehen rennen, 600 laufen und wenn wir im Ducken laufen, müssen wir 400 rennen. Das heißt, wenn wir die Taste Sprinten drücken, müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir geduckt sind oder nicht. Also sprinten wir schon? Nein, wir sprinten noch nicht. Branch. Get. Geduckt. Genau. Also wir sind nicht am Sprinten. Guck mal, ob wir geduckt sind. Nein, sind wir auch nicht. Also, warte, warte, ich komme gerade durcheinander. Wir müssen. Genau. Also, wir sind noch nicht am Sprinten und wir sind nicht geduckt. Also, müssen wir schnell sprinten. Also müssen wir uns einmal merken. Okay, wir sprinten und wir müssen den Max Walk Speed auf 600 setzen. Genau. Wir drücken die Taste Sprinten. Sind wir geduckt? Sprinten wir schon? Nein, also muss er anfangen zu sprinten. Wir könnten die Variable eigentlich auch schon hier zwischensetzen. Ich tue das Setzen der Variablen gerne immer so früh wie möglich machen. Ich erkläre am Ende nochmal warum. Also, wir drücken die Taste Sprinten. Sprinten wir schon? Nein. Dann merkt ihr, dass wir jetzt anfangen zu sprinten. Gucke, ob wir geduckt sind. Wir sind nicht geduckt, also stehen wir, also renne schnell. Wir sprinten noch nicht, wir sind aber geduckt. Und für das Geduckte gibt es eine extra Geschwindigkeitsfunktion, das heißt Max Walk hier, Set Max Walk Speed Crouched. Wenn wir geduckt sind und wir drücken die Taste Sprinten, will ich, dass er 400 rennt. So.
Das ist schon mal die eine Schiene. Jetzt, ja, wir sind schon am Sprinten. Und wir drücken wieder Shift. Höre auf zu sprinten, also merkt ihr, dass wir aufhören zu sprinten. Das kopiere ich mir mal mit noch einem Branch. Okay, wir hören auf zu sprinten. Okay, auf welche Geschwindigkeit müssen wir es jetzt setzen? Wenn wir nicht geduckt sind, muss der Max Walk Speed, wenn wir aufhören zu sprinten und nicht geduckt sind, auf 300. STRGW, Max Walk Speed Crutch. Wenn wir aufhören zu sprinten und wir sind geduckt, setzt Max Walk Speed auf 200. So. C, Kommentarbox. Sprinten. Das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen hier gegen fragen. Jetzt nochmal umgekehrt hier fragen, ja, also hier unten. Lasst mich wieder kurz überlegen. Genau. Also den Part hier vorne, den können wir schon mal so lassen. Jetzt ist nur Folgendes. Wir drücken die Taste ducken. Er duckt sich und wir sind geduckt. Jetzt ist nur die Frage, sind wir gerade am Sprinten oder nicht? Also get branch. Bam. Also wir drücken die Taste ducken. Aber fragen wir ab, sind wir gerade am Sprinten? Nein, sind wir nicht. Wir sind geduckt, also Max Walk Speed crutched. Warte. Wir drücken die Taste ducken. Sind wir bereits geduckt? Nein. Dann ducke dich. Sind wir am Sprinten? Nein. Das heißt, unser Max Walk Speed ist 200. Sind wir am Sprinten? Ja, ist unser Max Walk Speed 400, wenn wir geduckt sind. Okay, jetzt stehen wir auf. Also, wir drücken ducken. Sind wir bereits geduckt? Ja. Also stehe wieder auf. Wie schnell müssen wir laufen? STRGW. Das hängt davon ab, ob wir gerade am Sprinten sind oder nicht, weil ich will, wenn wir jetzt geduckt sprinten und wir stehen wieder auf, dann will ich, dass er weiter sprintet, ja, und wenn wir geduckt gehen, will ich, dass wenn wir aufstehen, gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach sagen würde, ja, set Max Walk Speed 300 und wir sind gerade am Sprinten, dann hört er auf einmal auf zu sprinten. Deswegen frage ich das hier nochmal zwischen. Warte, ich muss nochmal die Kette durchgehen. Wir drücken ducken. Sind wir bereits geduckt? Ja, sind wir. Wir stehen auf. Wie schnell müssen wir sein? Sprinten wir gerade? Nein, wir sprinten nicht. Also unser Standard Walk Speed ist 300. Da ist der RGW. Und wenn wir gerade am Sprinten sind, ist er 600. Genau. Das Ganze ist nochmal, ich kopiere mir das mal, STRGW. Es gehört auch alles hier zum Character Movement. Blub. Blub. So. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Wir gucken mal. Ah, okay. Hier muss noch das Character Movement rein. So. Compile. Gut, keine Fehler. So, dass wir hier ein bisschen was sehen. So. Play. Gucken wir mal. Ich fange an zu sprinten. Und ich stehe, also renne ich 600 km/h. Ich höre auf zu sprinten. Km/h Einheiten. Ich höre auf zu sprinten.
Ich laufe wieder 300 Einheiten. Ich stucke mich und ich bin gerade am Gehen. Also laufe ich 200 Einheiten. Ich stehe wieder auf. Ich laufe 300 Einheiten. Ich drücke jetzt die Taste Sprinten und ducke mich. Ich tue geduckt weiter sprinten. Höre ich jetzt auf zu sprinten, gehe ich. Stehe ich auf, tue ich immer noch gehen. Ja, das funktioniert alles. Auch wenn ich jetzt, warum ich habe, setze ich die, manche tun diese Variablen, dieses Set, erst ganz am Ende machen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Animation, die ist eine Sekunde lang. Und der Spieler, er drückt ganz schnell hintereinander irgendwie die Tasten. Und ihr setzt erst ganz am Ende die Variable, dann, also die Animation geht eine Sekunde. Zum Beispiel, ja, und in dieser Sekunde drückt er wieder die Taste. Das heißt, bevor ihr überhaupt gemerkt habt, dass er die Taste gedrückt hat, hat er die Taste wieder gedrückt und dann steht hier eine 0 statt einer 1 drin sozusagen. Wenn ich die jetzt aber so schnell wie möglich immer setze, also am besten direkt nach Tastendruck und dann erst die Animationen abspielen lasse, dann kann ich mir sicherer sein, dass in der Variable auch wirklich das Richtige drin steht. Ja, deswegen tue ich die Variablen immer so schnell wie möglich in der Bedingung wechseln und nicht erst irgendwie am Ende. Genau. Ja, ihr könnt sprinten. Was ihr jetzt natürlich auch noch machen könnt. Ich glaube, das will ich jetzt in meinem Spiel aber nicht drinne haben. Wir haben ja hier die Funktion Jump. Könntet jetzt natürlich auch machen, dass wenn wir sprinten, dass er weiter springt. Das heißt, wir müssten hier zwischen dem Jump einmal das Sprinten abfragen. Get Branch. Wir drücken die Taste Sprinten. Also nein, Quatsch, wir drücken die Taste Springen. Ist unser, also die, ich ziehe mal das Charakter-Movement ein. Die Springhöhe ist ja die Z-Velocity, CT, bla, wie auch immer. Z-Jump, Z-Velocity, bla. Ich muss erstmal gucken, auf was das standardmäßig steht. Charakter-Movement. Oder ich mach's einfach so. Z. Jump Z Velocity. Der Standardwert ist 420. Den trage ich mir hier ein. Also wir sind nicht am Sprinten. Dann setze die normale Jump-Geschwindigkeit ein. Und wenn wir am Sprinten sind, ich mache mal eine große Zahl, dass man sieht, spring richtig weit. So. Charakter-Movement vergessen. Okay. So. Mal gucken, ich habe das gar nicht getestet. Also, ich springe normal. Ich sprinte. Hey! Und ich springe weit. Oder hoch. Ich höre auf zu sprinten. Ich springe wieder normal. Genau. Aber ich glaube, eine unterschiedliche Sprunghöhen brauche ich in meinem Spiel nicht. Deswegen lösche ich das mal wieder und setze das wieder so zusammen. Genau. Das ist jetzt erstmal ein erstes Setup. So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht. Weil ich will auch, dass wir geduckt leicht sprinten können, aber diese Standard-Crouch-Funktion, die aktiviert das Springen komplett, aber ich will, dass man halt geduckt so einen kleinen Sprung machen kann, um zum Beispiel auch durch Fensterrahmen zu springen. Genauso ist diese Standard-Ducken-Animation. Seht ihr, wenn ich jetzt Ducken drücke, plopp, im nächsten Bild ist er direkt tiefer. Das heißt, da ist gar kein geschmeidiger Übergang drüber. Genauso, man kann auch einstellen, dass man sich niedriger duckt.
Hier schon mal so einen Würfel hingesetzt. Allerdings funktioniert das teilweise nicht so gut. Also wir sehen auch, wenn ich mich ducke, ich komme nicht durch. Und wenn ich mich ducke, komme ich unten drunter durch. Das kann man auch noch in der Höhe verändern, aber das ist alles ein bisschen buggy. Und daher, wie gesagt, ich in dieser vorgefertigten Ducken-Animation nicht springen kann, dieser Übergang nicht smooth ist, mache ich da jetzt auch erstmal gar nicht weiter mit der Höhe rum. Denn das Ding muss ich früher oder später eh auseinandernehmen und selber machen. Dieses Programm, ja, wie quasi das hier ein selbstgeschriebenes Flipflop ist, muss ich mir quasi später auch mal mir meine eigene Crouch-Funktion schreiben, damit ich halt geduckt auch springen kann und sowas. Das heißt, diese Blackbox, wir wissen nicht, was wir drin sind, müssen wir halt irgendwann mal selber machen und hier zwischenschalten. Das würde jetzt aber erstmal vollkommen den Rahmen sprengen. Deswegen erstmal jetzt nur das Sprinten und das Ducken. Und wenn wir dann unseren eigenen Charakter machen, dann werden wir wahrscheinlich eher auch nochmal voll die anderen Möglichkeiten kriegen. Genau. Man könnte das hier jetzt auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, indem man sagt, hier, ich habe das Charakter-Movement ja zweimal. Es würde theoretisch auch einmal lang, dass ich es von einmal in alle reinstecke. Genauso habe ich hier manche Werte doppelt. Max Walk Speed Crouched 400. Max Walk Speed Crouched 400. Die könnte ich auch jeweils einmal löschen und dann halt von hier auch hier oben rein stecken. Nur so ist das jetzt schön getrennt und übersichtlich, deswegen lasse ich das. Genau. Ich hoffe, ihr habt das logische Aufbauen dieses Blueprints verstanden. Und keine Ahnung, ihr könnt bei euch halt auch andere Werte natürlich eintragen. Ist halt nur wichtig, dass wenn ihr hier die 200 ändert, dass ihr die hier auf den gleichen Wert ändert. Genau. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Euer Drum Unreal Dev.